Kochen 16.02.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube, Schweinefilet mit Pilzen, Zutaten für 4 Portionen 1500g Schweinefilet D-Salz E, Pfeffer 13 Esslöffel, Pflanzencreme 9150g Bandnudeln 1400 Champignons E 200g TK Spinat Klammer zu, 2 Stiele Thymian 1150ml Kochcreme E 1 Stl. Würzmischung für Waldpilzrahm geschnetzeltes, Klammer auf zum Beispiel Knorr, Klammer zu, ein Fleisch salzen, pfeffern und in eine Pfanne in heißer Pflanzencreme 10 Minuten braten, herausnehmen, in Alufolie gewickelt ruhen lassen, 2 Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bis fest garen, abgießen, 3 Pilze putzen, vierteln und im heißen Bratfett andünsten, Spinat und Thymian zugeben, kurz mit dünsten. Kochcreme mit 150ml Wasser verquirlen, Würzmischung für Waldpilzrahm geschnetzeltes einrühren, unter die Pilzspinatmasse mischen, zugedeckt ca. 10 Minuten köcheln lassen, mit Fleisch und Nudeln, serviere Pesto-Knödel auf Rucola, Zutaten für 4 Portionen 1125g Rucola, 11 gelbe Paprikaschote 1100g Champignons 1h und glatte Petersilie 14 Esslöffel Olivenöl 11 g. Mini-Kartoffelknödel, Klammer auf zum Beispiel Pfennig, Klammer zu, 12 bis 3 Esslöffel Pesto Rosso, Klammer auf Glas, Klammer zu, 1 Esslöffel heller Balsamico Essig, 1 Salz, 1 Pfeffer, Rucola verlesen, Paprika entkernen und in die Streifen schneiden, Pilze putzen und halbieren oder vierteln, Petersilie fein hacken, 1 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen und Paprika hell zusammen mit Pilzen, darin anbraten. Pasta mit Bratwurstlöser Zutaten für 4 Portionen 250g Penne 1 Salz 1300 Tomaten 1 12 1 1 Esslöffel Pinienkerne 11 Esslöffel Öl 1250g Ungebrüf 1 Beutel Würzmischung für Tomaten Bolognese-Nudeln in kochendem Salzwasser-Kunstangabe bis fest garen. Ab die Tomaten waschen, vom Strunk bewürfeln, Spinat waschen und gut lassen. Pinienkerne in eine Pfanne Wohlwürsten herausnehmen und zur Seite Öl in der Pfanne erhitzen, Wursteln in Klöße hineindrücken und 4 anbraten, Tomaten und 100ml Wasser, Würzmischung für Tomaten Bologne, und aufkochen, zugedeckt bei mittel 5 Minuten kochen, dann Spinat zufügen, Klammer auf Semmen fallen lassen, Nudeln unterm Erhitzen und mit Pinienkernen best 3. Hackfleischstrukel Raselhanout von Christian Henze Zutaten für 2 Portionen 1 kleine rote Paprikaschote 1 Frühlingszwiebel Tee 1 Esslöffel Olivenöl 1200g Rinderhackfleisch 1 EL Tomatenmark 1 Handvoll gegarter Couscous 1 Esslöffel Raselhanout Klammer auf Gewürzmischung Klammer zu 1 Salz K 120g Strudelteig Klammer auf Kühlregal Klammer zu 1 EL Mehl 1 Eigelbtee 100g Joghurt 1 Esslöffel gehacktes Koriandergrün 1 EL Zitronensaft Salz frisch gemahlener schwarzer Pfeffer Paprika halbieren, Kerne entfernen und Fruchtfleisch klein hacken, Frühlingszwiebel klein hacken, Öl in eine Pfanne erhitzen, Hackfleisch darin kräftig anbraten, Paprika und Frühlingszwiebel zugeben und mitbraten, Tomatenmark zum Hack geben und kurz mitbraten. Den Couscous zugeben, mit Raselhanout und Salz abschmecken. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Strudelteig mit etwas Mehl auf einem Küchentuch etwas ausrollen und mit Eigelb einpinseln. Das Hackfleisch auf dem oberen Drittel des Teigs verteilen und den Teig mit dem Küchentuch vorsichtig zusammenrollen. Die Ränder fest andrücken und mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Im Ofen 20 Minuten backen, Joghurt mit Koriander und Zitronensaft mischen mit Salz und Pfeffer abschmücken und separat zum Strudel reichen. Zutaten für 24 Stücke Füllung, 13 Dosen Aprikosenhälften, Klammer auf je 240g Klammer zu, 12 g.
Puddingpulver, Sahnepudding, zum Beispiel Dr. Oetker, 80 Gramm Zucker, 400 Milliliter Kokosmilch, 400 Milliliter Sahne, 12 Eigelb, Klammer auf M, Klammer zu, 13 Eiweiß, Klammer auf M, Klammer zu, 1250 g cremefreie Hefeteig, 1275 g Weizenmehl, 11 g Trockenbackhefe, 175 Gramm Kokosraspel, 130 Gramm Zucker, 01 g Vanillezucker, 11 g Salz, 12 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 1150 Gramm cremefreie Knetteig, 1100 g Weizenmehl größer als 1 m sp. Backpulver, 125 Gramm Zucker, 11 g Vanillezucker, Schrägstrich 1 Ei, Klammer auf M, Klammer zu, 50 Gramm weiche Butter, außerdem 1 Ei Aprikosen abtropfen lassen. Pudding mit Zucker, Kokosmilch und Sahne zubereiten, Eigelb einrühren, sehr steifes Eiweiß unter den heißen Pudding rühren, etwas abkühlen lassen, cremefreie unterrühren, 2 Mehl und Hefe mischen, mit restlichen Hefeteigzutaten verkneten, gehen lassen, 3 Mehl mit Backpulver mischen, mit restlichen Teigzutaten verkneten, Ofen auf 180 Grad vorheizen. Hefeteig leicht mit Mehl bestreuen, von Hand mit Knetteig verkneten, Hälfte des Teiges auf gefettetem Blech ausrollen, mit Pudding bestreichen, Aprikosen darauf verteilen, Restteig in Blechgröße ausrollen, darauf legen, nochmals gehen lassen, Eigelb mit Milch verschlagen, Teig bestreichen, mit Kokos bestreuen, 30 backen, 2 Mehl in eine Schüssel geben, Hefe hineinbröckeln, restliche Teigzutaten und Vanillemilchfettmischung zufügen, mit Mixer, Klammer auf Knethaken, Klammer zu, ca. 5 Minuten verkneten, Teig zugedeckt gehen lassen, bis er sich vergrößert hat, Blech fetten, Ofen auf 200 Grad vorheizen, 2 Teig leicht mit Mehl bestreuen, nochmals kurz von Hand durchkneten, auf dem Blech ausrollen, nochmals gehen lassen. 4 Marzipan klein schneiden, mit Cremefreiche und Butter verrühren, leichte Vertiefungen in den Teig drücken, Marzipanflöckchen hineinsetzen, Zucker und Zimt mischen, darüber streuen, Mandeln darüber verteilen, ca. 20 Minuten, Klammer auf Mitte, Klammer zu, backen, Sahne steif schlagen, warmen Kuchen damit bestreichen und erkalten lassen. Butter, Zucker, Vanillezucker schaumig schlagen, Eier einzeln unterschlagen. Gesiebtes Mehl, Mandeln, Zimt und Backpulver mischen, darunter ziehen. 3 Teig auf ein gefettetes, mit Semmelbröseln ausgestreutes tiefes Backblech geben, glatt streichen, mit einem Teigschaber von der Mitte her zu den Rändern schieben, so dass eine Mulde entsteht. Backofen auf 180 Grad vorheizen. 2 Quark glatt rühren, 20 Gramm Stärke, 75 Gramm Karamellsirup, Vanillezucker, Zitronenschale und Ei darunter rühren. Schattenmorellen gut abtropfen lassen, mit Reststärke bestäuben, unter die Quarkmasse heben, auf den Teig geben, verstreichen, A für die Streusel das gesiebte Mehl auf die Arbeitsfläche geben, Butter in Flöckchen darauf verteilen, Zucker darüber streuen, Rest Karamellsirup darüber träufeln, mit den Händen zu Streuseln verarbeiten, Streusel auf dem Blechkuchen verteilen, 35 bis 40 Minuten backen. Herausnehmen und vor dem Schneiden erkalten lassen. Zutaten für ca. 20 Stücke für den Knetteig, 300 Gramm Weizenmehl, 50 Gramm Speisestärke, zum Beispiel Dr. Oetker 1 Gst. TL Backpulver, 1150 g Zucker, 01 g Vanillezucker, 01 g Salz, 2 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 150 Gramm weiche Butter für C-Apfelfüllung, 2 Kilogramm Äpfel, 0 Saft von einer Zitrone, 03 g Vanillepuddingpulver, 02 g Vanillezucker, 150 Gramm Zucker, 500 Milliliter Weißwein, 500 Milliliter Apfelsaft für den Weinguss, 3 g Tortenguss, klar, 100 Gramm Zucker, 375 Milliliter Weißwein, 300 Milliliter klarer Apfelsaft, 2 Mehl in eine Schüssel geben, Hefe hineinbröckeln, restliche Teigzutaten und Vanillemilchfettmischung zufügen, mit Mixer, Klammer auf Knethaken, Klammer zu, ca. 5 Minuten verkneten, Teig zugedeckt gehen lassen, bis er sich vergrößert hat, Blech fetten, Ofen auf 200 Grad vorheizen,
Zwei Teig leicht mit Mehl bestreuen, nochmals kurz von Hand durchkneten, auf dem Blech ausrollen, nochmals gehen lassen. Vier Marzipan klein schneiden, mit Cremefraiche und Butter verrühren. Leichte Vertiefungen in den Teig drücken, Marzipanflöckchen hineinsetzen. Zucker und Zimt mischen, darüber streuen. Mandeln darüber verteilen, circa 20 Minuten, Klammer auf Mitte, Klammer zu, backen. Sahne steif schlagen, warmen Kuchen damit bestreichen und erkalten lassen. Zutaten für 20 Stücke für den Hefeteig, 1100 ml Milch, 1100 ml Schlagsahne, 125 Gramm Butter, 1500 Gramm Weizenmehl, 11 Würfel Hefe, Klammer auf 42 Gramm, Klammer zu, 160 Gramm Zucker 01 g. Vanillezucker, zum Beispiel Dr. Oetker, 1 Prise Salz, 12 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, für den Belag, 1200 g Marzipan, 1250 g Creme Fraiche, 50 Gramm, weiche Butter, 175 Gramm Zucker, 1 etwas Zimt, 100 Gramm, gehobelte Mandeln, 1100 ml kalte Schlagsahne, falscher Hase, Klammer auf Hackbraten, Klammer zu, von Alfons Schubeck. Zutaten für 4 Portionen, 180 Gramm Toastbrot, 1,5 Zwiebel, 15 Eier, 1,50 ml Milch, 1,2 türkische Lire scharfer Senf, 12 Knoblauchzehen, 1 Götter, Majoran, 1 Abrieb von 1,5 Bio-Zitrone, 1200 g Kalz, je 150 Gramm Schweine- und Rinderhackfleisch, 1 Esslöffel Petersilie, 1 Salz, 1 Pfeffer, 1 Paprikapulver, 1 Öl, 1125 ml Hühnerbrühe, 1 Esslöffel Butter, 1 Toastbrot würfeln. Zwiebel fein würfeln mit 100 ml Wasser dünsten, bis die Flüssigkeit verkocht ist. Milch und 2 Eier in einen Rührbecher geben. Senf, 1 fein geriebene Knoblauchzehe, Majoran und Zitronenschale unterrühren. Eiermilch mit Brotwürfeln mischen, 5 ziehen lassen. Alle 3 Hackfleischsorten mit eingeweichtem Brot, Zwiebelwürfeln und Petersilie mischen. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver kräftig würzen. 2 Ofen auf 140 Grad vorheizen. Restl, Eier 10 Minuten kochen, pellen. Hackfleischmasse im gehöhlten Bräter zum Rechteck formen, längs der Mitte einkerben, geschälte Eier einlegen, mit der Fleischmasse umhüllen, zum Leib formen, auf der untersten Schiene 25 braten, Temperatur auf 160 Grad erhöhen, ca. 15 weiter garen, immer wieder braunen Bratensatz mit Brühe ablöschen, Knoblauch in Scheiben zugeben, Soße mit einer Prise Majoran, Salz und Pfeffer würzen, Butter unterrühren. Dazu passt buntes Gemüse und Kartoffelpüree. Zutaten für 3 Portionen für die Buletten, 1 altes Brötchen, 11 Drittel Bund Petersilie, 1 Gemüsezwiebel, 1 Pflanzenöl, 1400 g Hackfleisch, halb und halb 1 Esslöffel, mittelscharfer Senf, 1 Ei, 1 Salz, 1 türkische Lira Paprikapulver, edelsüß Chilipulver für die Soße. 1100 ml Sahne, 1100 ml Weißwein, 1 etwas Milch, 1 Kiloliter. Gegarte Kartoffel, 150 Gramm kalte Butter, 1/2 türkische Lire körniger Senf, abgeriebene Bio-Zitronenschale, 1 Backofen auf 160 Grad vorheizen. Brötchen in einem Gefrierbeutel mit Nudelholz zu bröseln zermahlen. Petersilie hacken. Zwiebel fein würfeln, in etwas Öl andünsten. Hackfleisch mit Semmelbröseln, Senf, Hellzwiebel, Ei, Hälfte der Petersilie, 1,5 Teelöffel Salz, Paprikapulver und etwas Chili, verkneten, mit angefeuchteten Händen 3 Buletten formen und in eine Pfanne in etwas Öl auf jeder Seite knusprig anbraten, herausnehmen und im Backofen noch etwa 8 Minuten fertig garen, danach warm halten, 3 Sahne und Wein einkochen lassen. Etwas Milch und 1 Stückchen der Kartoffel zur Weißweinreduktion geben, kalte Butter in Würfeln zufügen mit dem Stabmixer unterrühren, Soße mit Salz, Pfeffer, Senf und etwas Zitronenschale abschmecken, mit dem Rest Petersilie bestreuen, dazu passt Kartoffelstampf und Möhrengemüse.
eine Stange Staudensellerie, Klammer zu, zwei Karotten, Klammer zu, eine Zwiebel, 12 Knoblauchzehen, Klammer zu, zwei Stangen Zitronengras, Klammer zu, fünf Stängel glatte Petersilie, 13 Esslöffel Olivenöl, Klammer zu, 500 Gramm Rinderhackfleisch, Klammer zu, zwei Esslöffel Tomatenmark, Klammer zu, 250 Milliliter Rotwein, Klammer zu, eine Dose, Klammer auf, 425 Gramm, Klammer zu, stückige Tomaten, Klammer zu, Salz, Prozent, Pfeffer aus der Mühle, E-Currypulver, E-Sellerie putzen, waschen, Fäden ziehen, Karotten schälen, Zwiebel und Knoblauch schälen, alles sehr klein würfeln, vom Zitronengras äußere Blätter entfernen, mittig halbieren und anklopfen, Petersilie waschen, Blätter hacken, Öl erhitzen, Hackfleisch darin bei hoher Temperatur ca. 5 Minuten krümelig anbraten, Zwiebel und Knoblauchwürfel zugeben, kurz mitbraten, Gemüsewürfel zugeben, ebenfalls mitbraten, Tomatenmark einrühren, etwas anrösten, wenn alles eine schöne Farbe hat, mit 100 ml Rotwein ablöschen und einkochen lassen, bis der Wein verdunstet ist, die Tomaten und den Rest Wein zugeben. Zitronengras zufügen, Soße bei mittlerer Temperatur ca. 45 Minuten köcheln lassen, ab und zu umrühren, Zitronengras herausnehmen, mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken, Petersilie unterrühren, passt toll zu Frischierpasta oder Dinkelnudeln. Fischkartoffelauflauf, Frikadellen in Senfsoße. Zutaten für 4 Portionen, 11 Kilogramm festkochende Kartoffeln, 1400 g Kabeljaufilet, Klammer auf, frisch oder TK, Klammer zu, 12 Esslöffel Zitronensaft, 600 Gramm Tomaten, 12 Beutel Würzmischung für Gemüse, mit Rindfleischstreifen, 1300 ml Kochsahne, Klammer auf, 15% Fett, Klammer zu, 1100 g fettarme Reibekäse, Kartoffeln mit Schale in kochendem Wasser ca. 20 Minuten garen, nach dem Abgießen pellen und in Scheiben schneiden, Fisch waschen und trockentupfen bzw. auftauen lassen, dann in Stücke schneiden und mit Zitronensaft beträufeln, Tomaten in Scheiben schneiden, Kartoffeln, Fisch und Tomaten, dachziegelartig in eine Auflaufform schichten, beide Beutelinhalte der Würzmischung in J 400 ml Wasser und Kochsahne einrühren, kurz aufkochen und als Soße über den Auflauf gießen. Mit Käse bestreuen, im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad 15 bis 20 Minuten überbacken. Zutaten für 4 Portionen, 1400 g Hähnchenbrustfilet, 11 Beutel Würz für Hackbraten, Klammer auf, zum Beispiel Knorr, Klammer zu, 180 Gramm fettarme, 12 Esslöffel Semmelbrösel, 12 Esslöffel Öl, 12 Schalotte Kochsahne, Klammer auf, 15% Fett, Klammer zu, 11 türkische Lire Hühnerbouillon, 11 Esslöffel heller Soßenbinder, 12 türkische Lire süßer Körn, 1 Pfeffer, 11 Packung Mini-Semmelknödel, 1 Fleischwürfel. Im Blitzhacker, Würzmischung für Hackbraten in 12 Ml Wasser einrühren, mit Fleisch, Frie 5 Semmelbröseln verkneten, zu Frikadel in heißem Öl braten, herausnehmen, W2 Schalottenschälen hacken, im Braten, 150 ml Wasser und Kochsahne aufkochen, Bouillonpulver und Soße rühren, kurz kochen mit Senf und Pfeil, 2 Knödel in Wasser nach Packungschen und abgießen, alles anriet, Klammer auf. Tassos mit Putenbrust, 200 Gramm Putenbrust würfeln, in eine türkische Lira Butterschmalz braten, je eine Schalotte und Zwiebel würfeln, mit braten, 25 ml Brühe und 50 Gramm Schmand zugeben, je 50 Gramm rote und weiße Bohnen, Klammer auf, Dose Klammer zu, zufügen, salzen, pfeffern, 1 gehackte Knoblauchzehe in eine türkische Lira Öl dünsten, 1 Viertel Bund Basilikum hacken, mit dünsten, 400 Gramm Tomaten, Klammer auf, Dose Klammer zu, zufügen, salzen, pfeffern, in eine Form geben, Putenragout auf 2 Tortillas geben, aufrollen, in die Formel gehen, 50 Gramm geriebenen Gouda und 2 Tomatenscheiben auflegen, 20 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen, pp 534. T 25 Gramm Speisestärke, IT 375 Gramm rote Grütze, Klammer auf, Glas, Klammer zu, eine Packung Wiener Boden, Klammer auf, Backregal, Klammer zu,
Tee 125 ml Schokosoße A 30 Gramm Kakao E 500 ml Schlagcreme, Klammer auf zum Beispiel Rama Creme Fin zum Aufschlagen Konditorqualität Klammer zu E 20 Gramm Puderzucker D einige Schokotröpfchen Klammer auf Backregal Klammer zu Stärke mit 2 Esslöffel Wasser glatt rühren, unter die rote Grütze schlagen, unterrühren kurz aufkochen, vom Herd nehmen. Untersten Boden auf eine Tortenplatte legen, mit einem Tortenring umschließen, rote Grütze darauf glatt streichen, mit zweiter Lage des Bodens bedecken, Schokosoße mit Kakao verrühren, 250 ml Schlagcreme mit 10 Gramm Puderzucker steif schlagen, 60 Gramm Schokomix unterziehen, knappe Hälfte davon auf die Torte geben, glatt streichen, mit dem letzten Boden bedecken, Hälfte der Creme darauf verteilen. Torte und Restcreme eine Stunde kühlen, Torte mit einem Messer vom Tortenring lösen, Restcreme glatt rühren, 2 Rin auf Tortenrand verstreichen, Restschlagcreme und Puderzucker steif schlagen, 4 Esslöffel in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen, Tupfen außen auf die Torte spritzen, mit einem TL zur Tortenmitte hin verstreichen, Restcreme mit 40 Gramm Schokomix verrühren, 3 Esslöffel in den Spritzbeutel füllen, als zweite Tupfenreihe in hellbraun auf die Torte spritzen, zur Mitte hin verstreichen, Rest hellbraune Creme mit mehr als der Hälfte vom restlichen Schokomix verrühren, 2 Esslöffel als dritte Tupfenreihe auf die Torte spritzen, 7 Äste der Creme mit Schokomix verrühren, Tortenmitte verzieren, mit Schokotröpfchen ausschmücken. Torte mindestens 90 Minuten kühlen. Zutaten für 4 Portionen 200 Gramm Duftreis, Salz, eine Knoblauchzehe, eine Stange Zitronengras, 2 Kaffeelimettenblätter, Klammer auf Asialaden, Klammer zu, II 2 Stangen Staudensellerie, Id 1 Zucchini, eine Möhre, 1 rote Paprikaschote, 10.400 Gramm Putenbrustfilet, 4 Esslöffel Rapsöl, eine türkische Lira Currypulver, 4 bis 5 Esslöffel, helle Sojasauce, 2 Esslöffel Austernsauce, Pfefferbeet, 2 Eier, 1 Bund Petersilie, 1 Reis in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe garen, abgießen und auskühlen lassen, Knoblauch schälen, Zitronengras von der äußeren Schicht befreien und beides fein hacken, Kaffeelimettenblätter in sehr feine Streifen schneiden, Sellerie putzen und in Scheiben schneiden, Zucchini putzen, Möhre schälen, Paprikaschote entkernen und alles in Streifen schneiden. Putenbrust abbrausen, trocken tupfen und ebenfalls in Streifen schneiden. 2 Öl in einem Wok erhitzen, Knoblauch zusammen mit Zitronengras und Kaffeelimettenblättern zugeben und 1 bis 2 Minuten anbraten. Gemüse zufügen und bei mittlerer Hitze unterrühren ca. 5 Minuten bis festbraten. Dann alles an den Wokrand schieben. Kleiner als Putenstreifen in die Mitte des heißen Woks geben, ca. 4 Minuten, kräftig anbraten und mit Curry würzen, Reis untermischen und das Ganze mit Soja- und Austernsauce, Salz und Pfeffer abschmecken, 5 Eier verquirlen, unter das Nasi Goreng rühren und 2 bis 3 Minuten stocken lassen, 4 Petersilie waschen, trocken schütteln, Blätter von Budenstielen zupfen und klein schneiden. Nasi Goreng mit Putenbrust auf Tellern oder in Schalen anrichten und mit Petersilie bestreut servieren. Pute mit Spinat 200 Gramm aufgetauten TK-Spinat ausdrücken, ein Drittel hacken, mit 50 Gramm geriebenem Emmentaler Salz, Pfeffer und Muskatmieschen. 2 Putensteaks 180 Gramm quer einschneiden, damit füllen. Eine türkische Lira Öl und eine türkische Lira Paprikapulver verrühren auf die Pute pinseln, salzen, pfeffern, 25 Minuten bei 160 Grad garen, 1/2 gehackte rote Zwiebel in eine türkische Lira Butterschmalz braten, Restspinat zufügen mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, pp. Putengür eine Putenunterkeule mit einer türkische Lira Senf, je 1 Esslöffel Oregano und Thymian eine türkische Lira Knoblauch, Pulver, Salz, Pfeffer würzen, im Ofen bei 160 Grad 45 Minuten garen, Prozent Gurke raspeln salzen, ausdrücken, mit 1 gehackten Knoblauchzehe eine türkische Lira Dill 35 Gramm Frischkäse 125 Gramm Magerquark und 100 Gramm Schmand verrühren salzen, pfeffern,
200 Gramm Weißkohlstreifen, 1 grüne Paprika in Streifen, 1 türkische Lira Zucker, 3 türkische Lira Öl, 1 türkische Lira Balsamico durchkneten. 2 Esslöffel gehackte Petersilie zufügen. Mit 1 roten Zwiebel in Scheiben auf 2 Pita-Brote verteilen. Inchenkeule mit Couscous Y2TL Paprikapulver, Salz, Pfeffer sowie eine Prise Zimt und eine türkische Liga Olivenöl verrühren. 2 Hähnchenkeulen damit einreiben. 120 Gramm Couscous in eine Auflaufform geben. 1 rote und 1 gelbe Paprika sowie 1,5 rote Zwiebel würfeln, untermischen. 250 Milliliter Geflügelbrühe darüber gießen. Hähnchenkeulen darauf setzen. Im Ofen bei 175 Grad 35 Minuten backen. Putengeschnetzeltes 125 Gramm Muschelnudeln in Salzwasser kochen. 125 Gramm Putenbrust würfeln, in eine türkische Liga Butterschmalz braten. Eine Schalotte würfeln, 2 frische Feigen in Spalten schneiden und 2 Minuten mitbraten. 50 Milliliter Geflügelbrühe und 75 Milliliter Sahne zufügen. 60 Gramm Gorgonzola zerbröckeln und darin schmelzen lassen. Mit Nudeln mischen. Mit Thymian, Salz, Pfeffersaft und Abrieb von 1,5 Zitrone würzen. 25 Gramm Parmaschinken zupfen, darüber geben. Würziges Wirsing-Curry. Zutaten für 4 Portionen: 12 Zwiebeln, 125 Gramm Ingwer, 1100 g getrocknete Aprikosen, 1400 g Wirsing, 1300 g Süßkato, 1150 Gramm Zuckerschoten, 12 Esslöffel Öl, 11 Esslöffel Curry, 1 Pfeffer, 1 Chilipulver, 1400 Milliliter Kokosmilch, Gemüsebrühe, 12 Esslöffel gesplitterte Mandeln, Klammer auf Z1 Zwiebeln und Ingwer schälen. Backen. Aprikosen klein würfeln. Wir und in Streifen schneiden. Süßkartoffel und 2 cm groß würfeln. Zuckerschote I2 Öl in einem Topf erhitzen. Zwieb Klammer auf wir darin andünsten. Aprikosen fein gewürze, Kokosmilch und gezufügen und zugedeckt ca. 15 Minuten Klammer auf 3 Wirsing und Zuckerschoten zugere 5 Minuten garen und noch malken. Mandeln in eine Pfanne ohne und über das Wirsing-Curry streuen. Speisestärke 1100 ml, gekühlte Schlagcreme, Klammer auf zum Beispiel Rama-Creme fin zum Aufschlagen, Klammer zu, 11 zweitel Teelöffel Puderzucker, 125 Gramm Nuss-Nougat-Creme, 16 Wiener Tortellets, Klammer auf Backregal, Klammer zu, 1 Kirschen abgießen, Saft dabei in einem Topf auffangen. 2,5 Esslöffel Kirschsaft abnehmen, Stärke damit glatt rühren, restlichen Saft aufkochen, angerührte Stärke zufügen, unterrühren, aufkochen und eine Minute kochen lassen, vom Herd nehmen, Kirschen unterheben und abkühlen lassen, 2 Schlagcreme mit Puderzucker steif schlagen, Nuss-Nougat-Creme zugeben und mit einer Gabel durchziehen, in einen Spritzbeutel füllen. 3 Tortellets mit etwas angedicktem Kirschsaft bestreichen und mit Kirschen belegen. Nuss-Nougat-Schlagcreme als Sahnehäubchen auf jedes Kirschküchlein spritzen. Ananasdrink mit Kokos. Zutaten für 4 Portionen: 1400 ml Ananassaft, 160 ml Ahornsirup, 1200 ml Kokosmilch, 1400 ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser, etwas Baby-Ananas zum Garnieren, N-Ananassaft, zusammen mit Ahornsirup und Kokosmilch in einem Standmixer oder mit dem Stabmixer gründlich verquirlen. Ananas-Kokosdrink in große Gläser gießen und mit Mineralwasser auffüllen. 3 Baby-Ananas samt Schale in Stücke schneiden und zum Garnieren an die Gläser stecken. Tipp, dieser Shake ist ein idealer Schlankmacher für zwischendurch. Denn Ananassaft enthält viel Kalium zum Entwässern sowie Bromelain, das super bei der Verdauung hilft. Kokosmilch kurbelt währenddessen kräftig den Stoffwechsel an und beschleunigt die Fettverbrennung.